wollen dein Bettchen sehen. So, ich habe am Samstag meine Handschuhe geborgt. Offensichtlich bin ich der Einzige, der sich denken konnte, dass es Ende November im Baltikum ein bisschen kalt wird. Überraschung. Ah. Überraschung. Ach, links schläfst du? Ah, die in der Präsidenten-Suite? Die wichtigen Leute schlafen in der Lounge. Das ist nur meine Ablage. Hier habe ich meinen Handtuchhänger. Dann habe ich hier noch meine verschiedenen Boxen mit den jeweiligen Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten, die man so braucht auf der Tour. Also ganz wichtig ist ja die 3%ige Wasserstoffperoxidlösung zum Ohrenreinigen. Da ist mein Handtuch runtergefallen. So, und ich hatte jetzt keine Möglichkeit, mein Bett zu machen. Oh, oh, gerade von dir, ne? Hätten wir das jetzt echt erwartet. Ja. Von dem. Also ich zeig's euch jetzt einmal, wie es wirklich ist. Das ist mein Bett. Hier eine Bepanthen für rissige Hände im Winter, gerade wenn ich mit Santos wieder meine Handschuhe borgen muss. Dann hier Stoffhandschuhe, damit ich, wenn ich meine Hände einschmiere, die rissig sind, weil ich Santos meine Handschuhe borgen musste, das Bett nicht schmutzig wird. iPad zum Netflix schauen. Ich bin auch nur ein Mensch. Was mit deinem Netz hier passiert? Das war schon so. Ja, das hätten wir jetzt auch gemacht. Wenn meine Rechtsschutzversicherung fragt, das war schon so. Okay, sonst noch irgendwas? Taschentuch da hinten? Ja, weil die Luft im Bus ist sehr trocken wegen der Heizung. Und dann muss ich halt meine Nase schneiden. Komisch, dass die Aussage schon viermal kam jetzt, aber... Wir haben alle dasselbe Problem. Aber ich erinnere mich, sonst hast du eigentlich immer oben geschlafen, oder? Jetzt auf einmal unten? Ja, ich habe dann bemerkt, dass hier oben keine Lüftung durchläuft und ich dann nicht immer meine Knie anschlage. Das ist unten ganz angenehm. Vor allem, wenn man dann einmal in der Nacht irgendwie so... reinkommt, wenn man irgendwie, weiß ich, vielleicht in meinem Alter schon mehrmals in der Nacht aufs Klo gehen muss, dann irgendwie so reinkrallen, wenn der Bus so wackelt, dann ist das halt schwierig. Ja. Mhm. Ich hab's mit dem Kreuz im Alter. Das, ja. Mit dem Kreuz meint er damit, ne? Kreuz. Kurze Übersetzung für die Deutschen. Ja, Tön, jetzt zeigt nochmal eure Lounge hin. Und Jaden, wo schläft Jaden? Jaden schläft über mir. Okay. Jaden liegt gerne oben. Okay. Der hat bestimmt auch ein großes Fenster oder auch ein kleines nur? Jaden hat ein großes Fenster. Über die ganze Dings, ne? Ja. Nee. Ach so. Nur so diese kleine U-Boot-Luke da. Ah, okay. Ja, mit dem gucken wir dann gleich nochmal in sein Bett rein. Und das ist unsere Lounge. Hier haben wir das Paris Bett. Das passt. Ja, ansonsten Nasendusche, wem gönnt die Sache? Jaden wahrscheinlich. Jaden, ja. Okay. Jaden ist ein großer Freund. Und achso, ja, das macht jetzt eh keinen Sinn, das zu zeigen. Das ist wahrscheinlich eh Werbung dann. Also. Sonst habe ich hier eigentlich nur mein Trolley. Ja, das ist echt praktisch, ne, dass du dein Trolley hier hast. Ja, ja, aus Markenschutzgründen, aus werbetechnischen Gründen, sage ich jetzt nicht die Marke, aber es ist ein sehr zuverlässiger Trolley. Herr Menzen. Ja, steht mal. Wir wollen dein Bett sehen. Boah, die sind jetzt ein bisschen privat, oder? Oder nein? Ja. Warum mein Bett? Warum? Das wollen alle hier sehen. Hat denen wer gesagt? Ja. Kein Bett, kein Bonus. Ja, okay. Warte mal. Oh, ich bin so müde. Warum oben? Weiß nicht, weil ich sonst immer unten bin. Wollte ich mal oben sein. Und? Was ist besser, oben oder unten? Ich habe Fenster. Ich glaube oben. Guck mal. Wie in 5-Sterne-Hotel. Zack. Guten Morgen. Immer wenn ich morgens aufstehe, ich mache Fenster auf und dann. Guten Morgen, liebe Morgen. Ich bin noch gar nicht richtig wach.
und dann steh ich auf. Du stehst gar nicht morgens auf. Klar. Du stehst um 13 Uhr oder so auf. Lüge. Von wo würden wir wissen? Gut. Ich steh morgens auf. Was darf in deinem Bett nicht fehlen? Ist, also, keiner macht hier so wirklich sein Bett, oder? Nee. Weiß nicht. Kopfkissen? Okay, hast du hier irgendein Buch oder so? Ich dachte, du liest. Ich lese morgens, wenn ich aufstehe. Nicht in dem Bett. Ah. In dem Bett, ich gucke Netflix. Okay, also nur dein Telefon, ja? Und was ist das da hinten? Chlorroll, ne? Wofür? Ja. Immer, hier ist Klima, weißt du? Klimaanlage. Und nachts dann, ich krieg immer Schnupfen. Da muss ich meine Nase putzen. Okay, verstehe. Ja, was hast du gedacht? Gut, noch irgendwas? Nee, das ist auch halb hier schon abgezogen. Wie schläfst du denn? Ja. Gut. Und ganz viel Melatonin. Weil sonst ich kann ich nicht schlafen. So, wer ist dein Bettnachbar? Unten drunter? Nebenan ist meine beste Freund und meine verheiratete Santos. Oh, guck mal, das sieht aber hier schon viel ordentlicher aus. Was soll das jetzt heißen? Ja, guck mal, hier ist zumindest mal die Bettdecke gerade gezogen. Nein. War vorher auch so. Guck mal, hier. Ihr seid hier viele Sachen. Ja. Nicht privat werden. Gut. Du passt mir jeden Tag. Ja, ein bisschen klein. So groß. Und wer schläft unter dir? Keiner. Zwei. Oh. Ich kann also immer wechseln, weil du Space. Mit der Zeit baue dir deinen Respekt. Kann du oben und unten schlafen. Okay, dann danke für den Einblick in dein Bett. Hallo. Hallo. Jetzt gibt es tiefe Einblicke. Ganz tiefe Einblicke. Herzlich willkommen in unserem Tourbus, ladies and gentlemen. Nee, in eure Betten gibt es jetzt Einblicke. Nein. Ja, doch. Nee, in meinem Bett. Doch, in deinem zuerst. Also, ich muss mich kurz vorher etwas sagen, bevor man da reinguckt. Ich habe immer 5 Decken und 5 Kissen und so, deswegen nicht wundern, wenn das voll aussieht. Gut, dann zeig mal. Aha. Ach, oben schläfst du? Ja, klar. Wolltest du oben oder musstest du oben? Nee, oben. Ich habe hier mehr Platz wie unten, deswegen. Und von hier schläft sowieso keiner, deswegen habe ich da die Decken geklaut. Bei mir oben rein. Okay, so sieht's im Bett von Ferry aus. Das ist schon mal gut, dass ich das weiß, dass das leer ist. Dann kann ich gleich mal neue holen. Die dürfen natürlich nicht fehlen, weil immer bevor ich schlafen gehe, mache ich so Geräusche. Und was hast du da für ein Gitter hin? Das? Was das ist vom Bus. Das ist nicht von mir, das ist vom Bus. Du bist klein, das ist nicht so schlimm. Dann kannst du trotzdem ausstrecken deine Füße. Ja, also ich habe hier 2 Meter und ich bin ja nur 1,73, also das passt schon. Und fällt das auch? Ja, das ist voll schön. Also nachts, wenn wir dann fahren, dann sehe ich so voll schön die ganze Aussicht. Heute Morgen, was hast du heute Morgen gesehen, als du das aufgemacht hast? Als erstes? Schnee. Schnee und so ein Gebäude, das ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Ja gut. Sehr ordentlich ist jetzt hier nicht, ne? Bett ist nicht gemacht. Nee, mein Bett mache ich sowieso nie. Also bei dir fehlen dürfen auf gar keinen Fall Kopfhörer, ja? Das genau. War's. Sonst hast du nichts außer Bettdecken, Handtücher, Kissen. Wasser und Kopfhörer. Was brauche ich noch? Nix? Ich weiß nicht. Das langweilig aus Buch oder so. Nee, das lenkt mich nur vom Schlafen ab. Okay. Telefon benutzt du dann auch nicht mehr, ne? Ich mache dann noch so Meeresrauschen an auf meinen Kopfhörer und dann schlafe ich ja direkt. Oh, ASMR, ha? Huh? Ja.